Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun, was haben wir denn? Auf jeden Fall den 17.08.2022 und Mittwoch steht an. Unser DAX hat demzufolge nach am Dienstag hier ganz brav gemacht, was er sollte. Er hat sich weiter der Bewegungsfortsetzung gewidmet und hier einfach nachgedrückt. Ne? Wir hatten schon am Vortag gesagt, dass er das, dass das erstmal nicht schlimm ist, dass er die 13.800 von oben verteidigt hat und hier durchaus weiter Richtung 13.960 tendieren darf. Die hat er nun erreicht, hat er auch abgearbeitet, hat er daran reagiert, alles fein, alles in Ordnung, alles schick. Nun wird es halt interessant, kommt er da auch weiter, ne? Weil von, ich sag mal, von 13.960, ja, ich weiß, ihr wollt alle den Keil auflösen sehen nach unten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist da die Stimmung, das passt mir noch nicht. Der macht es gerade so schön, der macht die Leute alle so gefügig, könnte man fast sagen. Ne? Also es gibt so viele, die hier short unterwegs sind und sich immer wieder darin bestätigt fühlen, dass sie ja richtig liegen. Immer wieder, wenn er anfängt nach unten zu ziehen, aber kommt halt immer nie weit genug, dass die Leute auch unten rauskommen. Und ich vermute fast, dass er da nochmal einen richtigen Batzer oben rausstellt, um die einfach zu floppen. Weil die natürlich momentan so und so schon auf einer dünnen Schnur unterwegs sind und wahrscheinlich so und so das Risiko schon eher erweitert haben. Ne? Das heißt, diejenigen sind jetzt hier doch eher bereit, mehr Risiko zu geben, mehr Geld zu geben, mehr Einsatz zu zeigen, weil sie sich die ganze Zeit daran bestätigt fühlen, dass der Markt hier runter muss, weil er ja auch immer wieder nach unten anzieht. Immer wieder auch druckvolle, schwungvolle Kerzen nach unten bringt. Und das kitzelt natürlich so richtig das Portemonnaie raus, dass man sagt, was kostet die Welt? Ich gehe das jetzt hier rein. Der macht, was ich will. Der hat bloß noch irgendwelche Probleme und fängt damit noch nicht an. Und aus solchen Situationen heraus kommen eigentlich auch schnell mal schnelle Kerzen auf der Oberseite. Und von daher würde ich hier noch aufpassen. Mir ist es noch zu früh wirklich, dass der Keil auflösen kann. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da noch ein bisschen was kommen kann und vielleicht auch sogar wird. Ja, und würde jetzt sagen, wenn sich der DAX jetzt weiter auch zum Montag, zum Mittwoch oben rausgestellt bekommt, kann er durchaus auch bis in den Donnerstag noch ein bisschen was drauflegen. Halt Stück für Stück. Wahrscheinlich genauso wie auch hier immer wieder ein bisschen zurückrutschen und so weiter. Die nächsten Punkte wären jetzt hier 14,50, 14,100 im unmittelbaren Umfeld. Darüber könnt ihr es euch selber ablesen. Aber so eine 14,50, 14,100 wäre jetzt hier, ich sag mal, zu einem Mittwoch auch erreichbar. Das muss auch nicht direkt kommen, der muss dann nicht direkt ranspringen. Das wäre vollkommen okay, wenn er auch wieder ein bisschen zurückrudert, ich sag mal, eine 900 nochmal holt oder keine Ahnung, selbst 8,75 wäre ja nochmal erlaubt. Und sich dann wieder hochdreht, ist vollkommen in Ordnung. Aber solange er diese Folge aus höheren Hochs und höheren Tiefs noch nicht bricht, möchte ich hier noch nicht mit euch auf einen bärischen Keil abzielen. Da würde ich wirklich warten, bis der halt auch wirklich aktiv dieses Aufwärtsmomentum einfach unterbricht. Und ich glaube, dafür müssen einfach noch ein paar Shorts rausgeräumt werden. Und die wären momentan eher motiviert, mehr ins Risiko zu gehen, mehr Leine zu geben. Na, man lässt den Leuten genügend Zeit, auch um Stop-Loss wegzuräumen, dass man die einfach noch ein bisschen höher packt. Und eigentlich ist das eher immer eine Vorbereitung für so ein kleines Finale. Und dann kommt so ein Finale, dann kommt man so ein richtiger Run-Up, dann ist komplett Ruhe, dann sind die alle rausgewirkt und danach fällt der Markt auch wieder. Danach bereinigt der viel, viel, viel leichter, geht in eine schönere Korrektur, auch über mehrere Wochen manchmal. Aber mir fehlt einfach noch ein bisschen was halt. Ne? Und das sehe ich hier noch nicht drin und von daher würde ich schon denken, dass man auf der Oberseite vielleicht sogar noch einen Vorteil genießen kann, solange er eben in diesem Bewegungsverhalten bleibt und hier weiter höhere Hochs und höhere Tiefs bildet. Ja, soweit eigentlich das. Also, wir haben gesprochen 900, wir haben gesagt, die 8,75 ist nochmal Unterstützung, wir haben die 14,50, als nächstes hier die 14.100, als nächstes hier im Kurzfristbereich für den Mittwoch auf jeden Fall drin. Ja, Punkt. Belassen wir dabei, wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.